Okay? Klar, ich denke schon, aber es muss dir nicht leid tun, war ja nicht deine Schuld. Ich weiß, es tut mir nur richtig leid, dass es passiert ist. Das Wasser kam irgendwie aus dem Nichts. Ja, hier gibt es manchmal wirklich starke Winde. Die Bäume bilden wohl so eine Art Windkanal. Du bist neu hier, oder? Ich bin Charlotte. Cleo, und wie findest du unsere Schule so? Ich finde sie nett. Sie wird mir noch besser gefallen, wenn ich wüsste, wo der Kunstraum ist. Der ist neben der Bibliothek. Ich zeig ihn dir, wenn du willst. Danke. Luis, das ist... Charlotte. Charlotte. Hi. Hi. Was ist mit dir passiert? Ein Sprinkler hatte irgendwas gegen mich. Tatsächlich. Tja, wir müssen jetzt los. War nett, dich kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Der Kunstraum. Oh, vergiss es, den werde ich schon finden. Na schön, okay. Wir sehen uns ja bestimmt mal. Ja, na klar. Wir unterhalten uns. Bitte, Luis. Also, gibt es noch jemanden, bei dem die Kräfte verrückt spielen? Was meinst du? Hast du in letzter Zeit was Extremes gemacht? Nein. Was ist bitte an dem Ganzen so dramatisch? Wir haben jetzt einfach ein paar neue Kräfte. Eure Kräfte haben überproportional zugenommen. Beim letzten Vollmond herrschte eine seltsame Planetenkonstellation. Jetzt kommst du wieder mit diesem Planetenquatsch? Es muss was zu bedeuten haben. Und bis ich dahinter komme, müsst ihr lernen, sie zu kontrollieren. Ihr wisst nicht, wozu ihr fähig seid. Das ist ja gerade so cool. Luis hat recht, wir müssen uns vorsehen. Ich muss mir einen Überblick über eure neuen Kräfte verschaffen. Jetzt geht das wieder los. Ich werde dir helfen, keine Sorge, Cleo. Ich mach mir keine Sorgen. Ich bin immer für dich da. Toll. Ich hol mir jetzt einen Saft. Ich hol ihn dir. Schon okay, nicht nötig. Nein, ich tu's gern. Eigentlich will ich jetzt doch keinen Saft mehr. Ich hab's mir überlegt. Nein, ganz sicher? Ja. Ich muss jetzt los. Wohin willst du? Willst du nach Mako Island? Wäre möglich. Ich muss einfach mal ein bisschen allein sein. Na gut, wir sehen uns nachher. Soll ich dir einen Rat geben? Lass die Leine etwas lockerer. Bist du? Hey, ist bei dir alles okay? Ja, es ist nur so, dass mir zurzeit viel durch den Kopf geht. Ich brauche Zeit, um nachzudenken. Worüber denn? Hi Leute, wird Zeit für ein paar Tests. Dauert das länger? Ich habe nämlich auch noch sowas wie ein Leben. Ja, okay. Also deine Handbewegungen sollten minimal sein. Und ich meine wirklich minimal. Ganz klein und dann ein Zehntel davon. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Tu es ganz einfach. Aber das ist doch so dämlich. Luis, muss das wirklich sein? Ja. Ja, das muss es. Es ist wichtig. Denk dran. Kleine Bewegung. Gut. Das ist gut. Wow, hey, stopp! Das war nicht gut. Ist das ein Scherz? Das war extrem cool. Damit könnte man echt was anfangen. Okay, wer jetzt? Okay.
Okay, Cleo, dann versuch dein Glück. Ich werde das nicht machen. Bringt vielleicht Spaß. Sowas macht mir keinen Spaß. Was hast du schon zu verlieren? Wenn ich nur nicht kontrollieren kann, was passiert. Oh, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich werde doch die ganze Zeit bei dir sein. Das ist beruhigend. Irgendwie. Bitte, Cleo, versuch's einfach für mich. Ich weiß, es ist unheimlich, aber ich verlasse dich nicht keine Sekunde, ja? Tief einatmen, konzentrier dich ganz auf deine Kräfte und deren Okay. Ich versuch's, nur hör bitte für einen Moment auf zu reden. Na schön, kein Wort mehr. Hey, eins noch. Du sollst wissen, dass ich stolz auf dich bin. Ich bin richtig, richtig stolz auf dich. Das ist alles. Oh, soll ich deine andere Hand? Nein! Der schlechteste Schuss, den ich je gesehen habe. Elliot, was ist mit dir los? Dein Bruder hat mich gestört. Ach, komm jetzt nicht mit Ausreden. Da schießt ja sogar meine Oma besser. Stell dich wieder hinten an. Triff nächstes Mal. Auf geht's, Jason! Tut mir leid, Louis. Glaub mir, ich habe das nicht gewollt. Du musst dich nicht entschuldigen. Tut nur weh, wenn ich mich bewege. Das war doch ziemlich cool, oder? Solche Kräfte zu haben, gibt einem echten Kick. Mag sein, aber der Einsatz solcher Kräfte erfordert viel Verantwortung. Solange wir sie nicht kontrollieren können, dürfen wir unsere Kräfte nicht einsetzen. Keine von uns. Wieso siehst du mich so an, wenn du das sagst? Hab ich nicht. Doch, hast du. Denkst du, ich kann mich nicht beherrschen? Du bist doch diejenige, die was von einem Kick gesagt hat. So, greif zu. Danke, Peter. Ja, cool. Danke. Ja, danke. Ja, Billy hat heute am härtesten trainiert, also bist du diese Woche wieder der Kapitän. Hey, ja, ich bin der Coolste. Nein, ich bin der Coolste. Du bist der Zweitcoolste. Also, wir haben morgen ein wichtiges Spiel, klar? Und wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, denn wir sind die Besten! Ja! Ja! Alles klar, Leute? Na, wie geht es so? Gut. Warum sitzt du denn nicht bei den anderen Jungs? Weil ich da nicht sitzen will. Wollen wir zu Hause ein bisschen kicken? Wäre nur Zeitverschwendung. Du könntest mir den Fallrückzieher zeigen, den du geübt hast. Den kann ich ja doch nicht. So ein Blödsinn. Du bist talentiert. Oder findet dich jemand schlecht? Jeder findet das. Lass mich einfach in Ruhe. Okay, alles Wie geht's dir heute? Louis, du hier? Schon so früh? Ja, wollt hier sein, bevor deine Arbeit anfängt. Das wäre aber wirklich nicht nötig. Ich weiß. Eine Kugel Vanille, bitte. Gern. Hey, ich mach das. Du kannst dich ausruhen, Claire. Ich will mich nicht ausruhen, Louis. So, bitte? Danke. Danke. Tut mir leid, dass ich dich gestern so unter Druck gesetzt habe. Ich habe mir den Tag heute für dich freigehalten. Louis macht mich definitiv wahnsinnig. Und das fällt dir jetzt erst auf? Er fällt mir wirklich auf die Nerven. Er will einfach alles in Ordnung bringen. Er meint's sicher gut. Ich wünschte, er wird es uns überlassen. Er lässt mich nie in Ruhe. Ich fühle mich mittlerweile wie unter einem Mikroskop. Ich habe ihn echt gern, aber er ist total erdrückend. Ja! Er macht ja alles richtig. Aber ich ertrag's einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hätte eine Idee. Servier ihn ab. Ricky! Ich sprech mal mit ihm. Wenn er begreift, wie du dich fühlst, lässt er dir vielleicht mehr Freiraum. Nein. Ich schaff das schon. Es ist schlicht etwas, was ich allein bewältigen muss. Nein.
Nein, nein, nein. Das fasse ich nicht. Na super, das ist ja groß. Alles okay? Ja, bloß mein Akku ist alle. Ich habe meinen Laptop dabei. Das ist das gleiche Modell. Du kannst meinen Akku haben. Ehrlich? Oh, das wäre toll. Woran arbeitest du denn, was so bedeutsam ist? Tja, ich recherchiere gerade über mehr mirakulöse Phänomene. Oh, sowas liebe ich auch. Und? Wo sind sie denn? Wer? Die Mädchen, Cleo und die anderen. Ihr seid doch ziemlich oft zusammen. Ja, das kommt daher, dass wir gut befreundet sind. Klar. Tja, ich muss jetzt los. Willst du deinen Akku wieder haben? Du kannst ihn behalten. Ich hab ja deinen. Komm schon, Jason, ran an den Mann. Der kommt nicht weit mit dem Ball. Großartig, Elliot. Hey. Ja, 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 ja.